Wach doch mal auf, Mario! Es geht auch endlich weiter mit Mario 64 DS und du musst jetzt Bowser besiegen. Auf jeden Fall, Leute, herzlich willkommen zum Final Part vom Mario 64 DS Teil. Ich bin auch gespannt, wie ihr, Leute, wie das Ende so jetzt gemacht wurde. Ich bin mir sicher, dass jetzt vielleicht was Neues einanimiert wurde oder sowas. Oder dass das Level ein bisschen anders gemacht wurde. Aber nichtsdestotrotz gehen wir trotzdem rein. Also ich kenne mich ja aus mit diesem Level und... Oh, kein Ahahaha vom Bowser. Naja, dann gehen wir mal schnell durch. Also ich kenne das Level ja. Das ist für mich gar kein Problem. Da ist die erste rote Münze. Gleich, warte mal, wir müssen es schieben. Und dann bekommen wir die rote Münze, genau diese hier. Genau. Die könnte man auch anders erreichen, aber... Ist jetzt völlig egal. Wir könnten sie auch so erreichen, wie ich es gerade gemacht hatte. Naja. So, dann geht's hier hoch. Ja. Du müsstest halt nach oben laufen, ne, Mario? Naja. So, dann geht mal halt hier lang. Aber wir müssen auch Ausschau halten wegen des Switchs. Warte mal. Was mache ich denn? Vollidiot bin ich. Ich bin ein Vollidiot. Das war ein, sorry, ein Fehler von mir. Ich denke, ihr könnt mir aber verzeihen. Wir müssen zum Glück nicht immer hier raus, sondern wieder hier rein, also in das Level, wenn wir einen Secret Star haben. Ist ja ein Secret Star, wird einfach gespeichert, glaube ich. So. Warte mal, kriegt man den auch so hin? Ja, kriegt man auch so hin, Leute. Da wird's keinen Bock, den zu schieben. So. Dann geht's hier weiter, Leute. Die zweite rote Münze befindet sich gleich dort, wo wir waren. Also nicht hier in diesem Block oder diesen Stein oder sowas, sondern hier. Genau. Aber wo ist dann der Switch Star? Ist er da unten vielleicht? Also da gab es auch eine rote Münze, Leute. Aber eine ziemlich böse. Gibt's die hier immer noch? Aha, da ist der Switch Star. Okay, mach mal. Okay, der ist ein bisschen schwierig. Okay, aber wir haben, glaube ich, alle Zeit der Welt, oder? Hoffe ich zumindest. Naja. So, Bams, komm mal rein. Ich denke, ich schaff's. Bams, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir alle Sterne gleich. Brauchen wir nur noch die roten Münzen, Leute. So, jetzt erstmal den Switch Star Hammer. So, Bams. Okay. Die rote Münze war auch gleich hier unten. Wieso habe ich die nicht geholt gleich? Naja. So, warte mal, wir schauen mal genau um, wo sie war. Ich weiß gar nicht mehr genau hier. Wie mies einfach, wie mies. Oder, Leute? Wie soll man darauf kommen? Naja, gehen wir jetzt wieder hoch. Ich sehe nichts, Leute, ich sehe nichts. Wir müssen jetzt ein bisschen die Kamera drehen. Nee, nicht so. Genau so war sie, perfekt. Okay, oh. So. Dann hier noch weiter nach links. Wir haben den Switch da, also müssen wir hier keine Ausschau mehr halten. Warte mal, war hier nicht vielleicht eine rote Münze? Ich weiß es gar nicht mehr, Leute. Boah, fick dich! Wer, du wer? Du Ficker! Och Gott! God damn it! Dann müssen wir wieder die roten Münzen sammeln, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber so lang kommt mir das Bowser-Level gar nicht vor. Dafür war halt der Bowser-Kampf ein bisschen schwieriger. Okay, naja. So, Bams. Und weiter geht's, Leute. Weiter geht's mit der Reise. Ins Verderben. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen roten Münzen waren. Doch, warte mal, ich weiß alles eigentlich noch. Bin ich blöd. Okay, naja, egal. Wir werden gleich herausfinden, wo sie alles waren. Okay, die war ja hier gleich. Okay, die ist genau bei den Münzen. Ja, die ist genau bei den Münzen, Leute. Müssen wir gar nicht drehen mit der Kamera, sondern wir müssen einfach auf die Münzen achten. Okay, dann merke ich mir nächstes Mal. So, Bams brauche ich aber, glaube ich, nächstes Mal gar nicht, weil ich kein Let's Play dazu mehr mache. Weil ich habe jetzt schon ein Reloaded gemacht, also wieso noch eins? Macht dir keinen Sinn. Auf Screen werde ich es vielleicht spielen. Aber nicht in DS-Teil. An den normalen Teil. Und beim normalen Teil weiß ich ja, wo die ganzen roten Münzen sind. Und so weiter, Leute. Okay, warte, wir müssen hier entlang. Da gibt es nämlich die nächste rote Münze. So, Bams, die vierte nämlich.
Aber ich... Warte mal, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die vierte wirklich auch war. Warte mal. Nee, passt schon, Leute. Passt. Also auf jeden Fall hier weiter. Okay, das Herz nehmen wir gerne mit. So, das finde ich bisschen dumm gemacht. So, bisschen. Naja. Ist jetzt alles so schlimm. Wir haben es ja jetzt gepackt. Okay, Bams, wir gehen jetzt da rein und Bams auf dich, du Pisser. Jetzt haben wir schon 5 rote Münzen. Warte, gab es hier nicht auch eine? Ja, hier war die 6. Und gleich hier oben gibt es die 7. Und die 8. ist genau beim Ende. So, genau. Und dann gehen wir erstmal hier entlang. Bams! Und jetzt geht's weiter. Leute, da ist sie nämlich, die 7. rote Münze. Wenn wir sie haben, haben wir die ganze Welt gerettet gleich. Ne, wir müssen ja noch bis zum Schluss kommen. Aber das, denke ich, kriegen wir hin. Genau, jetzt, dann, das war nur noch da. Nein! Oh! Oh! Mann! Ach, scheiße. Jetzt bin ich runtergefallen. Aber naja. Das ist auch nicht so schlimm. Wir sind jetzt auch nicht so weit unten. So lange ist die Stage gar nicht, Leute. Okay, weiter geht's. Bams. Da-da-dam. Okay, Bams, geh weiter nach oben. Oh, fick dich! Boah, jetzt geht er hoch. Okay. Jetzt müssen wir auf gar nichts achten. Das heißt, wir können jetzt einfach rüberjumpen. Also es ist gar kein Problem. So, Bams. Genau so. So, Bams. Genau. Ne, warte mal. Wobei, wir sind, glaube ich, nicht hier runtergefallen, sondern bei diesen Plattform-Dingern da, ne? Ja, genau. Bei diesen Rotzlöffeln hier. Genau, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Hier gleich einen Doppeljump oder sowas machen. Ist am besten, denke ich jetzt mal. Okay, jetzt komm. Wenn ich die rote Münzenstern habe, also den roten Münzstern habe, dann habe ich es sowieso geschafft. Also ganz schnell, Leute. So, Bams. Da ist nämlich die rote Münze. Gleich hier unten. Genau. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Okay, wir haben es geschafft. Also bis jetzt, wir haben es noch nicht geschafft, also den Stern zu holen. Oh, der ist ein bisschen asozial. Nee, wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. 150 Stars. Jetzt nur noch den Bowser. Also der Bowser hält uns nur noch auf. Zu gewinnen. Bams. Ah. That's just fine. I've been looking for something to fry with my fire breath. Your star power is useless against me. Your friends are all trapped in the vaults. And you will never see the princess again. Komm, mach, spuck mal ein bisschen. Okay, warte mal, wo bist du? Okay, hier ist das nächste. Was werfe ich überhaupt? Mit B, glaube ich. Ne, mit A. Das ist eine blöde Steuerung, Leute. Eine verdammt blöde. Ach, fick dich. Okay, warte mal. Genau, mach was. Ach, Bams. Genau, warte mal, ich hab die... Ich pack doch einen Schwanz, Alter! Was willst du... Nein! Nein! Gibt's hier keine... Oh ja, hier gibt's Münzen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich brauch Münzen, Leute. Ich brauch Münzen. Verdammte Scheiße. Okay, hier ist noch eine Münze. Oh, fick dich! Oh, jetzt zieht nur 2 Leben ab. Okay, da habe ich Glück gehabt. Riesenglück gehabt. Komm mal her. Genau, der macht den Jump immer unter zu uns. So. Komm mal her! Nein! Fick dich! Aber zum Glück kommen wir wieder hier hin. Es gibt hier auch immer einen extra Versuch, das heißt, warte mal. Also es gibt hier in der Nähe einen One-Up, den man immer hier holen kann. Also falls man sterben sollte, ist kein Problem, Leute. Ihr könnt euch immer wieder hier aufheilen. Das heißt, ihr habt unendlich Versuche für diesen Pisser. Aber der ist dafür auch verdammt schwer, Leute. So. Das erste Mal ist auch überhaupt nicht leicht. Fick dich jetzt mal, Alter. Boah, jetzt packe ich dich am Schwanz, du Schwuchtel. Da voraus stehst du doch. Ach, fick dich, ey. Boah, ich habe ihn nicht mal getroffen, ey. Naja. So, komm mal her. Genau, jetzt macht er, glaube ich, so einen Dingsbums. Ja, fick dich, Alter. Kann... Warte, welche Jump hat er gekannt denn alles? Warte mal.
konnte doch diese... Jetzt komm mal her! So. Bams! Genau richtig getimed. Wo bist du hier, du Pisser? So, nochmal. Wo, warte mal, ich sehe hier nichts. Warte mal, ein bisschen ist gewollen. Genau, hier hin. Genau. Wo, warte mal. Nein, 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 nein. Komm nochmal her, komm nochmal her. Ich bin mir nicht sicher jetzt, ob er jetzt eine Plattform wegtut. Also ich bin mir sicher, dass er jetzt eine Plattform... Ja, macht er, Assi. Genau, der hat so eine... warte mal, wo sind die Druckwellen oder wie man die nennt? So Elektrowellen. Genau, da kannst du elektrische Wellen abfeuern. Ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt. Ach, fick dich bitte. So. Genau, in dem... Genau, geradeaus vor mir ist eine schöne Bombe, die ich treffen kann, du Pisser. Genau so! Du Assi! Jetzt stirb, du Lauch. Yeah. So. Genau, hier ist noch eine. Und... Nein. Schade, Mama. Leider, jetzt sieht es aus wie ein Stern. Das soll bedeuten, dass Bowser die Macht der Sterne hat, aber hat er eigentlich gar nicht. Und seht ihr, diese Attacke meine ich. Die ist so... Die ist, das ist so eine elektrische Welle. Elektrischer Impuls. Fick dich. Bitte. Ich muss jetzt überleben. Ich muss jetzt auf jeden Fall kontern. Nein! Nein! Okay, wir haben noch knapp verloren. Verdammter Mist! Also das ist nämlich hier ein bisschen schwieriger geworden. So Leute, hier ist ein extra Versuch. Für die Leute, die es interessiert. Ihr könnt ihr euch immer aufheilen, also ist kein Problem. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, weil wir sowieso noch 21 One-Ups haben. Und darauf immer zu 2 Sekunden zu verschwenden, ist ja unnötig. So, jetzt nerv nicht. Ach, halt die Fresse, du Spasti! Ah, du Ficker! So. Okay, jetzt geradeaus, Leute. Okay, so geht auch. Nee, geht's nicht, weil ich... Och Gott! Komm jetzt her, du Pisser. Natürlich tut deine Plattform weg. Wieso sieht man die elektrischen Druckwellen nicht? Warte, Ficker! So, jetzt will ich nach rechts schießen. Nicht dahin, du Vollidiot! Oh, ist das ein Sack? Ist das ein Sackgesicht? Ohne Mist. Bowser ist echt ein Sackgesicht. So, bams, du Assi. So, hier ist gleich eins. Schaffe ich ja nicht mal das hier zu treffen, oder was? So, komm jetzt. Ah, oh, ich dachte schon, ey, ich treffe nicht, ey. Na, was? 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 Was ist denn das? Zählt nicht. Beschissen. Ihr bescheißt mich gerade, oder? Ihr Assis. Was war das für ein Beschiss? So ein Müll. So ein Müll ist das. So, jetzt komm. Ficker. Ja, wenn er stehen bleibt, dann pack ich ihn am Schwanz, diese Schwuchtel! Komm her, du Assi! Sind die Grünen eigentlich wirklich so trefferisch? Also treffsicher 100% oder was? Also die treffen mich, ich habe mich bis jetzt jedes Mal getroffen. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum sind die Blumen rot? Was laber ich da für eine Fick dich! Warte, ich sehe nichts. Warte mal, hier ist gleich eins. Boah, ich habe sie ja nicht mal getroffen, ich Vollidiot. Boah! Boah, der geht mir langsam echt auf die Senkel. Dieser Pisser. Och, fick dich, Lünge. Was? Ich seh die ja nicht mal. Was ist denn das für ein Beschiss? Komm, bevor du Feuer wirfst, du Pisser. So, ich seh nix. Genau, hier sind noch ein paar. Warte mal. Genau, jetzt auf deinen Hintern, du Vollidiot. Du Ficker. Mann! Ich schimmel nicht im Schüssel! Du Ficker!
Der will mich verarschen, der scheiß Bowser. Komm jetzt, du Hundeficker, Alter. Hör mal auf jetzt. Hör jetzt auf, okay? Ich hab gesagt, hör auf, du Mutterschleimer. Na, du Muttersöhnchen. Jetzt komm mal her. Obwohl du überhaupt keine Mutter hast, aber naja. Ich wollte schon sagen, ey, was war... Fick dich. Nein, du lebst noch, du lebst noch. Nein, du lebst noch. Oh, fick dich! Komm her. Komm gegen die Bombe. Ach, süß. Komm auf, fick dich nicht. Fick dich, Feuer. Du sollst gegen die Scheißbombe rasen. Nicht ich, du Bastard. So. Warte mal, wo ist die Scheißbombe? Hier ist sie. Okay. Wieso? Oh mein Gott. Ja, okay, das war klar, dass er jetzt sowas verträgt. Alter, dass er so eine Scheißplattform nach unten schmeißt. Jetzt komm. Bitte, wer ich treffe jetzt nicht. Och, bin ich blöd. Okay, im Kreis drehen bringt überhaupt nichts. Ballack mich! Okay, nochmal schnell gepackt. Jetzt aber! Du Ficker! Wollen nicht wieder dieselbe Scheiße machen? Sondern ein bisschen warten, okay, perfekt. So, wo ist die nächste Bombe? Hier gleich. Okay, warte mal. Okay. Nein! Okay, abhauen. Wir brauchen Münzen. Wo sind die Münzen? Okay, Bams. Okay, wir warten lieber, bis der endlich sich beruhigt. Also bis er nichts macht. Dann graben wir an seinen Schwanz diesen Schwuchtel. Och, leck mich! Okay, elektrische Impulse muss man immer ausweichen. So, du kannst mal herkommen, Bruder. Na! Bist du behindert? Bist du denn behindert? Sag mal, dir geht's ja nicht mehr. Oh, fick dich. Nein! Du Assi! Was für ein Assi, Alter! Boah, fick dich jetzt, Bowser, du Schabberlackenkopf! Boah, du siehst aus wie Hans Meilers Missgeburt, Alter. Komm jetzt mal her. Komm hier, brava! Brava, Bowser! Och, fick dich nicht sowas! Nein! Aus! Nicht brav! Wer du... Ja, komm jetzt, super, super, super! Super, mach Sitz, du Mutterficker! Motherficker! Hör auf mich! Ich bin ein Gott! Du Ficker! Ich will dich kommen! Oh. Leck mich am Arsch. So, du Ficker. So, die Grünen können mich am Arsch lecken. Oh. Ich hab keinen Bock auf den scheiß Bowser! Der geht mir auf den Sack! Dieser Pisser! Okay, Bams. Okay, oh, fick dich! Mann! Du Assi! Oh, fick dich jetzt. Oh, wow. Jetzt drehen, bis du geht mir. Und du Durchfallgeburt. Oh, fick dich. Oh, Gott. Ja, genau, lässt er das sinken, dieser Motherfucker. Boah, du Hure. Du Anhure. Komm mal her, Mann. Du Assi. Boah, du Assi. Boah, ich will den töten, Alter. Ich will dich schon töten, du Motherfucker. Mit dem Scheiß, mit dem Scheiß, mit dieser Scheißsteuer kann man doch keinen Bowser töten. Komm mal her, du Bastard.
So, stirb erstmal, du Hure. Fotzengesicht. So. Genau, hier ist noch eine schöne Bombe für dich, du Arschloch. Nicht da! Du Vollidiot, Mario! Du dummes Kind! Okay, wir haben Glück. Ne, wir haben gar kein Glück. Weil das nochmal doppelt macht. Jetzt pass auf, Mann. Ah, okay, wir haben Glück. Okay, warte mal. Jetzt haben wir ihn gepackt und jetzt müssen wir noch einmal ihn draufhauen. Boah, bist du blöd! Bist du blöd! Du Vollidiot! Oh, bin behindert, Mario einfach ist! Der ist so scheiße, um das zu machen! Der Sch... Nein! Goddammit! Boah, beschissener Bowser! Halt deine Fresse, du Hure! So, hier! Bams, du Assi! Ein Treffer erstmal. Ist gleich der nächste. Bams, oh yeah! Okay, warte mal. Wo ist der nächste? Hier. Da ist der Assi. Da ist der Assi. Och, fick dich. Jetzt skill ich einmal und dann kommt so eine Scheiße. Warum? Naja, egal. Wir haben noch Vorleben. Und solange das hier noch da ist, bin ich noch am Siegen. So, geht doch jetzt. Wir kriegen es auch ohne, dass er stoppt hin. Okay, das ist interessant. Ich dachte, man muss immer warten, bis er halt wartet. Und bis wir dann an seinen Schwanz packen können, diesen Schwuchtel. Auch wenn wir an seinen Schwanz packen. Wir dürfen das. Er ist ja kein Mann. So. Wir sagen, er ist eine Kreatur. Das ist dann höchstens Sodomie. Oder nee, warte mal, was ist Sex mit Tieren? Weiß ich gar nicht mehr. Sodomie ist, glaube ich, mit Leichen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Okay, Leute. Fick dich jetzt. So, Bams, da steht die Bombe schon. Griff bereit für dich. Ach, bin ich blöd. Bisschen stärker musst du ihn natürlich werfen, du Vollidiot. Der kämpft seit 20 Jahren mit diesem fetten, hässlichen Schwuchtel. Und hat immer noch nicht gemerkt, dass er noch ein bisschen härter ranpacken muss, dieser Vollidiot, ey. Kein Wunder, dass er Peach nie knallen kann. So. Bams! Du Assi! Noch ein Schlag brauche ich nicht. So, du Assi. Genau, der macht jetzt diese Attacke. Ist mir völlig egal, was du machst. Hauptsache, du stirbst jetzt. Und! Bams! Du Assi! So. Besiegt, Leute. Wir haben es geschafft. No! You've really beat me this time, Mario. I can't stand always losing to you. My troops, worthless. They've turned over all the power stars. Wait, say that again. There are 150 stars in all? What? There were some in the cast that I missed? Now I see peace returning to the world. I really hate that. It's horrible, I can't watch. I'm out of here. Just you wait until next time. Until then, keep the touchscreen smoking. So, jetzt müssen wir noch diesen scheiß Stern noch sammeln. Aber dann haben wir es geschafft, Leute. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft! Okay, dasselbe Ende. Oh, yeah. Motherfucking endlich, Leute. Ah. Okay, interessant.
Yoshi, the power of the stars has restored the castle. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie zu uns jetzt sagt. And it's all thanks to you. Thank you all. We have to do something special for you. Ein Luftkuss für Mario. Und die anderen freuen sich damit, ey. Let's bake a delicious cake. For my heroes. Alle, wo sind die Küsse für Luigi und Wario und Yoshi? Wir warten. Yoshi. Naja. Da bekommen die anderen Helden wohl keinen Kuss. Naja, ein Luftikus. Ein Luftikus, versteht ihr? Okay, nicht witzig. Und die bekamen ja alle einen Luftikus. Und einen Luftkuss. Also, hätten sowieso einen Luftkuss bekommen. Wie Mario zum Beispiel. Naja. Was soll's. Bekommt halt Yoshi keinen Kuss und Wario und Luigi ebenfalls nicht. Juckt Peach sowieso nicht. Naja, Leute, damit war's das mit diesem Projekt, oder? Warte mal, auf dieser rechten Torte sah man nur Yoshi. Okay, jetzt sieht man noch Mario. Interessant. So, Leute. Das war's mit diesem Projekt meinerseits, sage ich dann mal. Und wir sehen uns im irgendein anderen Projekt. Und wir schauen uns jetzt erstmal noch die Credits an, um euch... ich will noch meine... Credits, sage ich schon, ey. Schon meine Meinung noch sagen zu diesem Spiel. Ein besseres Grafik-Remake. Also ich finde die Grafik jetzt ein bisschen besser. Ist auch nicht der Burner, aber... Trotzdem... eine gute Grafik hat das, eine viel bessere. Und ist... Naja, mit Innovation her geht eigentlich. Also ich finde es trotzdem ein bisschen schlechter als das Original Mario 64. Aber da sind wir uns alle, glaube ich, auch einig. Aber ihr bekommt diese Remake ungefähr eine 90%. Ungefähr. Ja, 90%. Weil es mein Lieblingsspiel war. Und weil noch ein paar sehr gute Ideen da waren. Also es reicht, heißt nicht, dass nur wenn ihr mir zum Beispiel ein Mario 64 Hack schickt und der nicht bearbeitet ist, heißt es nicht, dass es ein guter Hack war. Ne? Es war ja ein gutes Remake. Hat ja bessere Grafik und so weiter aufgebracht. Und hat dann natürlich auch ein paar neue Sterne und so. 30 neue Sterne, Leute. Und die haben wir alle gemeistert. Wir haben alle 150 Sterne. Ich bin so froh, Leute. Und jetzt winkt mal für mich. Und wieso ist Peach auf der Torte? Warum ist sie da drauf?
Okay, interessant. Ist immer noch dasselbe. Gut, kann man da wenigstens jetzt wegklicken? Ja, kann man anscheinend. Okay, gut. Wieso Yoshi? Na, Adventure. Und jetzt die ganzen Sterne. Was wir jetzt damit machen können. Ich glaube, wir können jetzt in die Kanone vielleicht rein. Okay, anscheinend schon. Warte mal, was steht da? Hallo, was steht da? Ach nee, das haben wir schon gelesen. Ich dachte schon irgendwas mit 150 Sternen und dann kannst du hier durch oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob die jetzt bei 120 Sternen schon da offen war. Keine Ahnung, Leute. Aber mit der können wir uns hier nach oben katapultieren. Und wieder runterfallen. Nee, wir können uns wirklich da hoch teleportieren. Warte mal. Oh nee, sagt sie teleportieren? Ich meine katapultieren. Mit der Kanone. Genau. So, Bams. 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 Und jetzt Dams. Okay, geht da rein. Jetzt wirklich in die Kanone reinschießen. Jetzt aber ernsthaft, ey. So. Bams. Geht das jetzt? Geht das jetzt? Sieht so aus. Ja, wir haben es geschafft. Was gibt's hier? Ah, stimmt. Warte mal. Wenn Yoshi beim Spiel dabei ist, dann ist hier Yoshi nicht mehr. Aber hier gibt's anscheinend noch trotzdem noch One-Ups. Haben wir eine neue Fähigkeit vielleicht? Nee, die haben wir nicht. Dumm. Naja. Okay, gibt's hier noch was oder war's das schon? Sieht nicht so aus, als würde ich hier noch was geben. Naja. Aber das kleine Secret noch auch noch entdeckt. Oder was passiert denn nicht, wenn ich ins Peachs Gemälde jetzt reingehe? Hm, das interessiert mich jetzt gerade richtig. So, aber... Genau, warte mal. Von hier aus sehe ich das gar nicht. Genau, Bams. Ne, haben wir nicht geschafft. Nochmal, Alter, komm, nochmal. Dams, Dams, Düm. Bams! Okay, jetzt volle Kanne gegen diese Peach-Kavanne. So, Bams. Okay, was passiert da? Okay, nix. Wie immer. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Let's Play. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Let's Play meinerseits. Haut rein. Ciao! Mari sagt tschüss. Tschüss, sag tschüss, 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 tschüss. Hey, it's me, Mario.